Oh, Panewitz, Panewitz regelt, oh Panewitz regelt! Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Also das macht der überragend. Oh, der Typ sehr ist stark einfach Schuss. Wahnsinn. Kevin Panewitz, der ehemalige Fußballprofi. Was wollt ihr mir erzählen, dass Mané schießt und links in die Ecke? Er schießt einfach. Ach, komm. Ich hab einen Weg. Oh, not good. Hey, kennt ihr das Klippen? Erledigt. Hier runter. Oh. Any? Stupid fucking boy playing up. Hä? Omen had no. Ich kann dich nicht backstation, nothing. Sprachen lernen. Bubble. Wir machen einfach auf, ohne große Erwartungen. Ah, doch, kein. Achso. Roulette oder was? Oder nicht? Nein, einfach aufmachen. Ich hoffe, ja, Bruder, das ist was passieren. Stürmer. Genau. Danke, Papi. Ja, was wir gestern ausgeklatscht haben, ne? Das ist schon krass, Digga. Billy, du bist der Beste! Nice. Easy, ich bin gut. Bob Chamber holt mich komplett. Hey Leute, ich bin Kevin Panewitz, Ex-Profi-Fußballer und streame jetzt für Mercury und bin jetzt sehr neu mit an Bord. Ich bin ein Streamer, der eigentlich alles ausprobiert, viel streamt. Ich streame aktuell Valorant, aber das ist eigentlich nicht mein Hauptgame. Mein Hauptgame ist eigentlich FIFA gewesen. Dazu kommen noch viele Sachen, die ich ausprobiere. Fortnite ist auch mit am Start. Ich will jetzt mal Formel 1 ausprobieren. Also da bin ich offen auch für alles und das ist aktuell so der Stand der Dinge, was ich streame, was ich mache. Einen YouTube-Kanal führe ich jetzt auch wieder, wo sehr, sehr geile Videos noch kommen werden und entstehen werden, weil jetzt auch meine Reha losgeht. Das ist aber ein anderes Thema. Schaut bei YouTube gerne vorbei. Und wie ich zum Stream halt gekommen bin, ist so ein bisschen Elias seine Schuld. Ja. Ich glaube, jeder kennt Elias. Der hat mich ein paar Mal gehostet mit sehr, sehr vielen Leuten. Die haben dann einen Follower immer da gelassen und haben gesagt, komm, mach doch dies, mach doch das. Und so bin ich dann eigentlich wirklich zum Stream gekommen. Ja, eigentlich ist das gar nicht so gewollt gewesen, sondern Elias hat mich da so ein bisschen reingehauen in die ganze Geschichte. Aber es macht mega viel Spaß und ja, ich habe richtig Bock drauf. Also, wir hören und sehen uns. Ciao.